Ja, das war unser Spiel, eine kleine Mittelmeerkreuzfahrt. Und Michael, wir haben Musiker. Richtig, wir haben Gäste heute bei uns in Bad Liebenzell. Die haben wir Ende Januar gebucht. Wenn ein Mann vom Bobby kippt, wo
Mann, du schreist ja, ja richtig. Ich schreie richtig, ja. Das war Quatschstopp. Und ich habe noch mal unseren Bürgermeister hier. Wie sieht's denn aus bei Ihnen da oben? Hm? Haben Sie schon ein bisschen Ahnung gekriegt? Also, ich hoffe, dass das Radeteam und ich habe die ersten Informationen auf der richtigen Spur ist. Und wir glauben, dass wir in einer halben Stunde die Lösung Ihnen präsentieren können. Das sollten Sie auch, weil länger Zeit haben Sie nicht mehr. Ja. Wir haben auch noch zwei Telefonnummern, die ich gerne noch mal wiederholen. Die Partnerschaft mit der Schweiz nicht verzichten wollte, mussten der Zollvertrag zwischen den beiden Ländern und der EU-Vertrag neu verhandelt. Alma hat gesagt, dann trifft es auch Kasachstan. Der ehemalige Tag in dem zentralasiatischen Land zu einem dreitägigen Besuch angetroffen. Soweit Meldungen, Redaktion, Anchen und Gruppe. Bitte, wenn Sie Ihre Presse wieder einnehmen. Die Wette gestanden sagt, hilft für einen Rückgang von 14 bis 18 Jahren. Heute kaum Schauer, teilweise Aufheiterungen, morgen wird den Stand bewölkt und zeitweise niederschlägt. Untere Lagen mit Schnee, dabei Glätte gefahren. Tiefstwerte 3 bis 0 Grad, im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze auf 700 bis 1000 Meter. Zwischen Karlsbad und Dreieck Karlsruhe, Baustelle 2 Kilometer Stau. Stadtverkehr Ulm im Bereich der Donauhalle sind die Parkplätze belegt, Ausstellungsbesucher werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Die Vorhersage für den. Jawohl, die Gläser sind gefüllt, die Tassen sind gefüllt, die Teller sind gefüllt und wir kommen zu Platz 4 unserer Ihrer Hitparade. Und ich hoffe, dass Sie dieses Motto teilen können mit Marius Müller-Westernhagen. Es geht mir gut. Wir müssen da nur achten, wie die Fragestellung Inzwischen würden wir alle hierher kommen, wenn Sie wissen, wo das ist. Wissen Sie es? Ja, Brock. Ja. Brock ist da. Das ist die Antwort. Ist da. Wie die Geschichte weitergeht, das wissen wir, wenn wir den richtigen Namen des Handwerkers erfahren. Richtigen Namen des Handwerkers ist der die dritte. Was heißt da wie die Geschichte weitergeht? Wahrscheinlich mit der Wanderschaft 16 kehrte zurück, das sind diese 5 Jahre nicht. Die 5 Jahre Wanderschaft, die Wettensteine, Frau, Obst, diese 2 Mark Rente. Weißenhaus ist bestätigt. Das war eine Frage. Das ist die Frage. Zwei. Und klar, wollen wir uns noch etwas mal umfassen. Wenn ihr nochmal bei den Sachsen auch gucken, und zwar die Angabe, da heißt es bei der Formulierung, dass die Kotgasse in Brunnengasse umbenannt wurde. Nicht. Ja, nichts. Und der Brunnen, wie der heißt? Haben Sie keine Biografie von dem Sachsen aus Zürich? Oder? Ja, den wollen wir. Ist das der? Ja, ist das.
Karussell habe ich mal in Augen, aber ich weiß nicht. Karussell. Ehe Karussell. Weißt du es? Ja. Ja. Also, aber ich hätte keine Angabe. Die Straße ist auch nicht unser Welt. Auch nicht für meinen Zeichen aus. Ja gut, wir haben schon. Das war die Münchner Freiheit, Platz 3 mit 12% und schenk mir eine Nacht. Dann weiter mit dir. Ja, wir wollen auflösen. Unser Kandidatenspiel Nummer 3, hoch hinab. In Ulm, klar. Wer hat das? Ulm. Wer hat es? Ulm ist richtig auf der ganzen Linie. Prima. Zweitens. Ja, danke. Das Parlament in Großbritannien besteht aus dem Unterhaus, dem House of Commons und dem Oberhaus. Und das heißt wie? House of Lords. Ja, wer hat das denn richtig? Richtig auf der ganzen Linie. Prima. Nähe sind. Richtig. Was habe ich gehört? Nähen, jawohl. Nähen. Der Nebel, prima, wer hat das? Wohl war den Boden Nebel und die Frage zu den Nebel, beides gilt. Also, wer hat's? Ja. Frau Lutz? Ja, Frau Unvoll, es war schon gesagt, weiter den Nebel. So, jetzt geht's weiter. Das Abgeordnetenhaus in Bonn, das ist unsere vierte Frage, ist ein 112 Meter hohes Wolkenkratzer Le, das im Volksmund wie genannt wird. Der lange Eugen, richtig. Jawohl. Der lange Eugen haben alle richtig. Das fragt sich ja auch. Der Gerstenmeier war ja auch ein hiesiger, gell? Das ein kurzer Eugen, gell? Hä? Gerstenmeier war der kurze Eugen. Ja, auch das. Fünftens, wenn ein Hochhaus vom Keller bis zur Spitze 83 Etagen hat und jede Etage über jeweils eine Treppe mit der nächsten Etage verbunden ist, wie viele Treppen hat dieses Hochhaus? Was? 144 hat mein Spaßvogel gesagt, gell? Ja, den möchte ich als Architekten erleben. Wie sieht's aus, Hans-Dieter? Ja, also richtig ist 82 Treppen. Ja, wer hat's? Und da haben wir einmal, das sage ich einfach mal, die Frau Fingerle hat 81, die Frau Buchholzer hat 82 und dann waren es sogar noch mal 84 von der Frau Lutz. Aha. Hat uns einer dazu gedichtet. So, die Punktevergabe für diese Runde. Ja, das ist ja eindeutig geworden dann, hoch hinaus. Die Frau Lutz hat 4 Punkte, die Frau Buchholzer hat 5 und die Frau Fingerle hat 3. Wir gehen jetzt auch hoch hinaus, denn wir haben 14% für den Platz 2 Ihrer Hitparade. Und zwar ist das Cut Night Show mit Rednecks auf Platz Nummer... Ja, du sprichst gerade Platz 2 an. Wir haben natürlich auch inzwischen eine Siegerin gefunden. Wir kommen zur Preisverleihung unserer Siegerin im Vierteljahreswettbewerb bei unserem Schlaumeier-Spiel. Hans-Dieter, wie sieht es aus? Mit 5,5 dabei Buchholzer Platz 3. Und da gibt es Blumen vom Bürgermeister für Frau Buchholzer. Fingerle mit 7 ist auf Platz 2 geblieben. Bravo, herzlichen Glückwunsch, Frau Fingerle. Herzlichen Glückwunsch. Die Siegerin der ersten Vierteljahresendrunde im Schlaumeier-Spiel heißt Eva Lutz mit Blumen vom Bürgermeister und die Presse. Die gesamte deutsche Presse ist versammelt. Ja, es kommt noch was dazu. Bürgermeister, können wir uns dazu treten, wenn Sie von uns den Blumenstrauß überreichen, Sie haben noch recht was vor. Recht herzlichen Glückwunsch darf ich Ihnen sagen für Ihr gewonnenes Spiel. Ich hoffe, wir können uns nachher auch wieder gratulieren. Und zum Blumenstrauß noch 4 Eintrittskarten für unser Paracelsus-Park. Jawohl! Nicht leer aus.
Jede unserer drei Mitspielerinnen bekommt für 500 Mark Literatur nach. Und hier wird es wieder spannend. Max, stopp! Wollen wir den mal